Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Ja, heute ist es wieder soweit, wir spielen gegen Chelsea. Gegen die haben wir am Saisonanfang gespielt, gegen die haben wir auch im Pokal gespielt, das war letzte Saison und da haben wir, Überraschung, Überraschung, das Pokalfinale gegen die gewonnen. Und das wollen wir natürlich heute wiederholen, nicht im Pokal unbedingt, aber dafür in der Liga. Und wollen da dementsprechend, nicht in der Liga, im anderen Pokal, oder? Das ist der Capital One Cup, glaube ich. Und letztes Jahr sind wir in der zweiten Runde rausgeflogen gegen ein Lappenteam. Und dieses Jahr werden wir wahrscheinlich in der dritten Runde rausfliegen gegen ein gutes Team. Wir spielen natürlich nicht mit unserer A11, weil es ist halt nicht notwendig in dem Sinne. Einfach aufgrund dessen, dass wir... Sekunde, kurz nachdenken. Ja, einfach aufgrund dessen, dass wir in der Liga ja deutlich aktiver sind als hier im Pokal und dementsprechend, ja, Haidara wird sogar spielen, ja, das ist sehr besonders und ansonsten brauchen wir nichts ändern außer Colback, der eventuell spielen könnte für Anita, Sippel geht mal raus, für den kommt Barker rein und auf der Bank kommt noch Smith, ja, Smith, Dearson, Smith und wir haben noch auf der Bank, hier, Campbell, kommt noch auf der Bank für Bandera, so. Also mit dem Team geht's jetzt ran. Bin immer sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Übrigens, wollt ihr irgendwann mal eine Investorenübernahme von Newcastle? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Natürlich ist das normalerweise nichts, was ich zwingend machen würde. Aber es wäre theoretisch möglich, mit dem EAFC Football Club diese Finanzspritze zu kaufen. Und dass man dann mehr Transferbudget hatte. Das ist natürlich an sich nicht unbedingt nötig. Aber ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie, wenn wir irgendwann auch sagen, ja, hier ist unsere letzte Saison mit Newcastle, danach wechseln wir mal den Verein. Was eventuell passieren könnte. Ich bin momentan sehr sicher, dass es in Zukunft erstmal nicht passieren wird, aber es könnte passieren. Dann ja, sagt mir aber Bescheid, ob das irgendwie für euch eine Option wäre. Für mich ehrlich gesagt wenig, aber wenn ihr das sehen wollt, weil ich habe das gerade bei meinem privaten Karrieremodus gemacht, also wenn ihr das sehen wollt, dann ja, ist das auf jeden Fall an sich nicht unmöglich. Gut, wir gehen ins Spiel gegen Chelsea und zwar in unseren Heimtrikots und dann wünsche ich euch dabei viel Spaß. Oh, Regen, na super. Bis gleich. Eine Wiederauflage eines Pokalspiels zwischen Newcastle United und Chelsea, diesmal aber im St. James' Park und nicht im Wembley Stadium, wie das FA Cup Finale der letzten Saison, in dem Newcastle United über Chelsea triumphierte mit einem 2:0 Sieg. Damals allerdings noch beispielsweise Moussa Sissoko in der Startelf, der heute aus Verletzungsgründen nicht mit von der Partie. Trotzdem sollten die Toons ein sehr, sehr schönes Spiel erwarten und auch eins bekommen und die Startaufstellungen sprachen erstmal gar nicht dafür, denn weder bei Newcastle noch bei Chelsea wirklich Stammpersonal dabei, natürlich dabei. Allerdings nicht so ausgeprägt, wie man es normalerweise in einem Spiel erwarten würde, jedoch klar, es ist der Capital One Cup. Bei Newcastle Trapp, Goetzen, Astasic, Younger, Miva und Haidara in der Verteidigung, auf der Doppel-6 Barker und Colback und vorne Gouffran, Sim de Jong, Oxlade-Chamberlain, hinterm Bayern Young, der heute in der Sturmspitze spielen durfte. Bei Chelsea sah das Ganze wie gesagt etwas ähnlich aus, Courtois ausnahmsweise mal im Tor anstelle von Cech und ansonsten halt ja quasi eine B11, auch wenn die B11 so auch sehr nahhaft waren. Kane auf der Außenverteidigerposition, Ake und Zuma in der Verteidigung zusammen mit Azpilicueta, auf der Doppel-6 Ramirez und von Ginkel vorne Schürrle, Marin und Zala hinter Loiremi. Also, das konnte sich auf jeden Fall genauso sehen lassen wie die Elf von Newcastle. Wir springen einfach mal in die erste Szene der Partie und zwar hatte die, ja, Überraschung, Überraschung, Chelsea, denn die waren natürlich favorisiert hier. Der Flankenball wird noch abgewehrt, aber da ist Mohamed Salah und der Ägypter macht das gut. Der Doppelpass mit Van Ginkel, der macht das wunderbar, spielt zurück, wollte Salah komplett frei und es steht 1:0 nach 12 gespielten Minuten. Trapp chancenlos, Salah in der Mitte da vollkommen alleingelassen, nachdem er erst den guten Pass auf Van Ginkel gespielt hat. Und wenn dem so viel Platz gibt, musst du dich nicht wundern, wenn der Ball dann letztendlich seinen Weg ins Tor findet. Schön gemacht vom Ägypter, keine Chance für Kevin Trapp, diesen Ball zu halten und die tun es natürlich nicht so gut gelaunt, allerdings die Blues-Fans, die waren natürlich jetzt in Top-Stimmung, schon nach 12 Minuten führte man hier. Trapp, wie gesagt, chancenlos, konnte nichts machen, ärgerte sie natürlich trotzdem, denn, wenn man sich das mal anguckt, ja, den kann man auf jeden Fall mal so machen. Gut, also Führung jetzt für Chelsea, das heißt, Newcastle musste reagieren, allerdings taten sie das auch. Hier ist ein Bayern Young und der ist relativ schnell, kann sich hier gegen Zuma und gegen Azpilicueta durchsetzen, lässt Azpilicueta erstmal einfach stehen, zieht in die Mitte, der Pass auf 7 de Jong, Annahme, Schuss und 1:1, 18 gespielte Minuten sind rum. Und wir haben den Ausgleich durch 7 de Jong, den Niederländer mit einem schönen Schuss. Und der hat es genauso gemacht, wie man es in der E-Jugend schon gelernt hat. Ballannahme und Schuss, wunderbar gemacht. Hat sich den Ball nochmal klasse vorgelegt und Courtois dann keine Chance gelassen. Auch wenn der Ball in die kurze Ecke geht, einfach viel zu kraftvoll und platziert. Da kann er machen, was er will. Da kommt er nicht mehr ran. Also 1:1 und jetzt war Newcastle im Drücker. Denn ja, es war so ein ziemlich abwechslungsreiches Spiel mit sehr, sehr vielen Highlights und sehr, sehr vielen guten Szenen. Allerdings nach diesem Ausgleichstreffer war Chelsea kurzzeitig geschockt. Und das nutzte Newcastle eiskalt aus. Oxlade-Chamberlain
rein, setzt sich gegen die komplette Verteidigung durch. Wieder ist Azpilicueta zu langsam. Da kommt noch Zuma hinzu, der ist gar kein Problem. Eik wird einfach stehen gelassen und es steht 2:1. Courtois kann wieder nichts machen bei diesem Gegentor in der 23. Spielminute. Oxlade-Chamberlain nutzt einfach sein komplettes Tempo eiskalt aus. Und da ärgert sich natürlich auch der Deutsche André Schürrle auf Seiten von Chelsea, dass das Team mit mehr Deutschen im Kader hier ja die Führung erzielt. Eik macht da gar nichts mehr, Zuma wird stehen gelassen, Azpilicueta vorher ebenfalls. Und dementsprechend steht es jetzt 2:1 für Newcastle. Allerdings, ja, wollte das Chelsea nicht auf sie sitzen lassen. Remy mit dem schönen Pass hier in den Rückraum zu Van Ginkel. Der macht sich frei und schießt den Ball allerdings nebens Tor. Trotzdem gute Szene des Niederländers auf Seiten von Chelsea. Und dann kam der Abstoß von Kevin Trapp. Und der lässt sich erstmal lange Zeit. Und dann rutscht ihm der Ball über den Fuß. Und da ist Marco Marin. Marin frei vom Tor von Trapp. Und es steht 2:2. Riesenpatzer vom deutschen Keeper. Und der andere Deutsche auf Seiten von Chelsea, der nutzt es eiskalt aus. Ja, 2:2. 29 Minuten rum. Und das war jetzt wieder bitter für Newcastle. Denn die lagen jetzt natürlich wieder hinten. Quasi, ja, durch dieses gefühlte Eigentor von Kevin Trapp. Und mussten reagieren, taten das aber relativ schlecht, denn ja, Chelsea war eher am Drücker und zwar mit Marco Marin. Er macht ein gutes Spiel mit dem Ball auf Loiremi, der legt ihn einfach mal nach vorne zu Salah und der scheitert an Kevin Trapp. Schöne Parade von dem ehemaligen Frankfurter, allerdings ging es weiter mit diesem Fehlpass von Oxlade-Chamberlain und dann De Jong im Mittelfeld. Der verliert den Ball gegen Azpilicueta, da ist André Schürrle und der ist ja ein sehr, sehr guter Spieler, allerdings auch Vorlagengeber, spielte den Ball wunderbar in die Mitte zu Van Ginkel. Der ist heute richtig gut in Form auf Ramirez und der auf Salah. Salah, der macht einen Antritt, ist durch die komplette Verteidigung durch und macht das 3:2, 44. Minute, wieder ein Strich unter die Latte. So schnell kann Trapp gar nicht reagieren, wie da der Ball ins Netz flattert. Also das war wirklich wieder ein richtig, richtig schönes Teil von Mohamed Salah, der hier seinen Doppelpack schnürt. Und wenn man ganz ehrlich ist, sowas hatte man auf Seiten von Newcastle nicht erwartet. Einfach mal der schnelle Antritt durch die komplette Verteidigung durch. Keine Chance, irgendwas zu machen. Und der Strich unter die Latte ist einfach für keinen Keeper der Welt irgendwie haltbar. Viel zu überraschend, dieser Schuss. Und das war's dann auch aus der ersten Halbzeit. Man sieht also, war nicht so doll. War nicht so doll auf Seiten von Newcastle. War nicht so doll defensiv gesehen auf Seiten von Chelsea, allerdings führten die ja, von daher mussten die sich darüber erstmal wenig Gedanken machen. In der zweiten Halbzeit sollte dieses interessante Spiel aber noch viel interessanter werden, ja, es passierte noch viel mehr und wir starten einfach direkt mal in die erste Szene des zweiten Durchgangs. Und die war auf Seiten von Newcastle, die versuchten es mal mit einem Freistoß durch Haidara, der kommt auch gar nicht so schlecht, aber ein bisschen zu hoch angesetzt und geht dementsprechend übers Tor rüber. Trotzdem war das natürlich der Startschuss erst für diese Partie, beziehungsweise für die zweite Halbzeit. Goufra mit dem Ball auf, ja, Colback und der setzt sich hier wunderbar gegen Van Ginkel durch mit dem Schuss, aber Zuma wirft sie da klasse rein und verhindert, dass dieser Ball aufs Tor von Courtois geht. Sonst wäre er wahrscheinlich drin gewesen, aber Colback scheitert hier am französischen Abwehrbein. Dann kommt ein Bayern Young und der hat ja schon mal gezeigt, was er kann und er zieht hier wieder in die Mitte. Sehr trickreich gemacht, der Schuss und das 3:3. 79. Minute, der Torjäger vom Dienst hatte wieder zugeschlagen und hier den Ausgleich erzielt. Die Tuns freuten sie natürlich, man muss ganz ehrlich sagen, denn Young, der war ein richtiger Top-Transfer. Klasse gemacht hier, wie er sich an Zuma vorbeisetzt, genauso wie gegen Azpilicueta in der ersten Halbzeit bereits und hier macht er wieder das Tor. Courtois erneut chancenlos, ey, kommt wieder zu spät. 3:3. Und jetzt Chelsea. Remy, der ehemalige Newcastle-Spieler, und Trapp ist da. Er kann diesen Ball halten, wunderbar. Konterchance. Haidara auf Goufra und das Ganze, ja, wieder egalisiert. Letzte Szene der Partie auf Seiten von Newcastle. De Jong mit dem Pass auf Oxlade-Chamberlain. Oxlade-Chamberlain frei vor Courtois. Und der scheitert wieder am Belgier. Der hatte sich mittlerweile ein bisschen warm schießen lassen und war jetzt besser in der Partie. Konnte diesen Ball zur Ecke abwehren. Und aus der Ecke wurde nichts. Allerdings wurde dann gewechselt auf Seiten von Newcastle. Adam Campbell, Alex Smith und Tim Diessen kamen für 7 De Jong. Joan Goufra und Daniel Barker. Das heißt, ja, neue Spieler. Das heißt, frische für die eventuelle Verlängerung. Und wir schauen mal, ob es mit diesen Spielern überhaupt in die Verlängerung reinging. Diessen hatte sich genauso wie Smith geäußert, dass er mehr Spielzeit haben wollte, bekam die also heute und bekam ebenfalls die Chance, sich zu präsentieren und für weitere Einsätze zu empfehlen. Die Ecke wird reingebracht in die Mitte, da steht Nastasic, der Ball wird erstmal geklärt, aber da ist direkt mal Tim Diessen, legt ab auf den Bayern Young und der zieht den Ball knapp neben das Tor. Der ist wirklich in absoluter Topform und der schießt aus allen Lagen und es wird immer wieder gefährlich. Schade, dass dieser Ball nicht reinging. Das war nämlich die letzte Szene der regulären Spielzeit. Es musste also in diesem Capital One Cup, ja, es war eigentlich erst die dritte Runde, ins Verlängerungsspiel und eventuell Elfmeterschießen gehen. Aber zunächst einmal kommt die Verlängerung. Wir gucken einfach mal rein. Oxlade-Chamberlain mit dem schönen Pass nach vorne auf Niang. Der setzt sich wieder durch. Der Rückpass zu Courtois. Und es gibt einen Freistoß, weil Azpilicueta da ein bisschen Mist gemacht hatte. Wieder Haidara mit dem Freistoß. Allerdings geht der knapp über die Latte. Dementsprechend keine Gefahr für das Tor von Courtois. War allerdings, ja, so ziemlich die stärkste Szene von Newcastle in der gesamten Verlängerung. Das Spiel jetzt deutlich verflacht, deutlich langweiliger. Die Kräfte gingen so langsam aus. Man wollte auch Kräfte sparen für die Liga. Allerdings gab es noch eine Chance für Chelsea. Marin mit dem Ball auf Azpilicueta. Der zurück zu Marin. Und der sieht, ja, Willian mit einer indirekten Flanke und der Schuss, aber
aber Trapp ist auf dem Posten und kann diesen Ball halten. Mittlerweile Willian und Hazard beispielsweise eingewechselt, also Topmann auf dem Platz bei Chelsea, allerdings mussten sie ins Elfmeterschießen gehen. Campbell verwandelt den ersten Sicherkurt, war in die falsche Ecke geschickt und den Ball reingemacht, da wo eigentlich jeder Newcastle-Spieler öfter hinschießt. Hazard dann auf der anderen Seite, ja, gegen Kevin Trapp, der macht da ein bisschen Faxen, springt in die linke Ecke und Hazard lupft übers Tor. Es steht 1:0, beziehungsweise 4:3 so gesehen, 1:0 Elfmeterschießen für Newcastle. Young, und der macht den ebenfalls sicher rein, halb links geschossen. Und das war natürlich jetzt bitter für Chelsea, denn die mussten jetzt treffen in Person von Diego Costa, nachdem Hazard nicht getroffen hatte. Er ebenfalls eingewechselt wie Willian, und Hazard macht das sicher, schießt in die Mitte und somit steht es 1:2 jetzt. Oxlade-Chamberlain mit der nächsten Chance. Langsam muss Courtois mal einhalten, tut er aber nicht. Ebenfalls in die Mitte geschossen von Alex Oxlade-Chamberlain. Und somit steht es jetzt 3:1. Ramirez, der muss treffen, der sollte treffen. Trapp zeigt an, in die Ecke springe ich. Tut er aber nicht, sondern in die andere. Und den Ball hält er von Ramirez. Und dementsprechend jetzt die Chance für Colbeck, der im zweiten Durchgang noch die Chance vergeben hatte, hier das 4:1 zu machen. Und dementsprechend den Siegtreffer. Und das macht er auch. Wunderbarer Elfmeter in die rechte Ecke. Courtois kann wieder nicht halten. Und dementsprechend, ja, kommt wieder Newcastle weiter gegen Chelsea, beziehungsweise bezwingt die Blues wieder in einem Pokalspiel. Überraschend natürlich eigentlich, dass die Magpies mit der schwächeren BL4 weiterkommen. Aber das sind halt die Regeln des Pokals. Nächste Runde, jetzt aber erstmal Liga-Alltag. Das hätte ich nicht erwartet. Was war das denn wieder für ein Spiel, Alter? Das war ja krank. So gegen wen dürfen wir ran? Ich sehe es nicht. Gegen Crystal Palace. Das heißt, wir haben sogar eine solide Chance, auch in diesem Wettbewerb noch irgendwie mitzuspielen. Ja, Chelsea liegt uns irgendwie, habe ich das Gefühl. Also 4-1 im Elfmeterschießen kann man auf jeden Fall so machen. Aktuell ist aus den USA. Aha. Eduardo Barretos. Okay, nicht interessant. Castillo schon eher, aber guckt euch mal die... Was ist das für eine Ballkontrolle? Geht weg. Omar Gonzalez ist so alt plötzlich. Der war letztes Jahr noch... komisch. Naja, okay, dann halt nicht. Jermaine Jones, okay. Nichts Interessantes, aber normalerweise gibt es da einige Spieler, die wenigstens ein bisschen Talent haben. Deswegen lassen wir den Score nochmal da. So, was haben wir hier noch? Nein, von Spielern. Damit möchte ich mal spielen. Gut, wir spielen ja gegen QPR, deswegen können wir das mal machen eigentlich. Wenn er mal spielen möchte, geben wir dem mal die Chance, sich zu beweisen. Vielleicht kann er ja was. So. Rechtsverteidiger wird wieder Janmaat sein heute, weil Götz mir zwar gefallen hat, aber nicht so stark war, wie ich es erwartet hatte. Wo ist Rüdiger? Da ist Rüdiger. Yangambiwa. Eigentlich müsste da Nastasic stehen, aber der ist nicht fit genug, deswegen lassen wir das so. Sechser sind natürlich, welche Frage, Sippel. Und wo ist mein anderer Schatz? Wo ist er? Da ist er. Vernon Anita. Barker hat aber gar nicht so schlecht gespielt, aber Smith war auch gut. Deswegen lasse ich Smith sogar mal auf der Bank und packe Barker dahin für TOT, der ja mittlerweile komplett ausgemustert ist. Ben Arfa kommt mal rein für Ox. Morrison kommt rein für Siem. Und in die Sturmspitze kommt natürlich, nachdem Kabel ja hier hinkommt, weil Gouffra wieder richtig schön scheiße gespielt hat, Wissam. So. Perez setzen wir auf die Bank für Gouffra und dann haben wir das eigentlich schon und mit der Aufstellung können wir dann ins Spiel gehen gegen QPR. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das laufen wird, weil QPR ist ja an sich ein Gegner, den man nicht unterschätzen darf eigentlich. Tabelle sind sie momentan wahrscheinlich weit unten. Ja, 19. Aber ich habe trotzdem mal meine Probleme gegen die, auch in anderen Karrieren. Von daher, ja, Teixeira vor dem Abschied. Was? Welcher Teixeira? Bitte? Wer was? Teixeira? Da. Okay, nicht. Okay, alles klar, gut. Wir gehen ins Spiel, ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Das Spiel gegen Chelsea im Capital One Cup unter der Woche war ein sehr unterhaltsames Spiel von Newcastle United. Heute sollte es gegen die Queen's Park Rangers wieder genauso gut laufen. An der Loftus Road war man zu Gast und wollte auch hier 3 Punkte mitnehmen, auch wenn es im Pokal ja keine Punkte gibt, aber die Metapher ist, denke ich mal, gegeben. Newcastle mit einigen Siegen aus den letzten Partien gut in die Saison gestartet, QPR momentan nur 19. überhaupt nicht gut in die Saison gestartet, wollte das Ganze heute ein bisschen egalisieren und eine gute Partie zeigen gegen die Magpies. Unter anderem mit Stephen Corker in der Startelf, an dem war ja auch Newcastle interessiert vor der Saison. Er sollte allerdings nicht kommen, weil er zu teuer war. Und heute stand er gegen seine ehemaligen bzw. eventuellen zukünftigen Arbeitgeber auf dem Platz. Green, Harriman, Corker, Ema, Young, Martin, Phillips, Fowlerin, Match, Traoré und Austin in der Startelf bei den Queen's Park Rangers. Das heißt, ja, eine Elf, mit deren Namen man nicht unbedingt viel anfangen muss. Anders als bei Newcastle, die nämlich mit relativer Top-Elf auf dem Platz. Trapp, Janmaat, Rüdiger, Yangambiwa, damit mal in der Startelf, Sippel und Anita auf der Doppel-6, Ben
Arthur Morrison Cabella vorne, zusammen mit Wissam Mendel. Das heißt, Oxlade Chamberlain, trotz seines Tores im Capital One Cup heute nur auf der Bank, beziehungsweise nicht mal auf der Bank, sondern nur in der Reserve, lag allerdings eher an Fitnessgründen als aufgrund der Leistungen. Gut, wir gehen in die erste Szene und die hatten die Queen's Park Rangers nach knapp 7 gespielten Minuten. Der Ball kommt auf Joey Barton. Vernon Anita verliert das Kopfballduell und der Schuss geht knapp am Tor vorbei von Kevin Trapp. Erste gute Chance für den Engländer, der auf der 6er-Position agierte. Austin ist hier nicht besonders erregt. Da vorne allerdings in der nächsten Szene maßgeblich beteiligt. Die Ecke kommt in die Mitte und zwar von Traoré. Und da ist einfach mal Korka mit dem Kopfball. Und der Ball geht über die Latte. Warum war Austin beteiligt? Weil der sich tierisch darüber aufregte, dass sein Teamkollege hier den Ball über die Latte köpfte. Und erstmal vom Schiedsrichter verwarnt wurde. Beim nächsten Mal gäbe es die gelbe Karte. Nach 45 Minuten dann erstmal die Aktion von Newcastle. Die hatten in der kompletten ersten Halbzeit nichts gezeigt. Waren sehr damit beschäftigt zu verteidigen die starken Konter und Angriffe von den Queen's Park Rangers. Und außerdem standen die Rangers hinten auch sehr, sehr sicher, sodass es sehr schwer war, da durchzukommen. Trotzdem jetzt mal ein Freistoß nach dem Fall von Steve Korka, der hier die gelbe Karte bekommt. Und das ist eine Situation für Standardschütze Remy Cabella, der allerdings ein bisschen zu hoch angesetzt. Wie auch schon im Pokal von Haidara, dieser Ball ist nicht gefährlich für das Tor von Robert Green. Das war dann die letzte Szene vor der Halbzeit. Das heißt, wir gehen mit einem relativ, sagen wir mal, langweiligen Ergebnis in die Halbzeit. Wenig passiert in dieser Partie und es sollte relativ langweilig weitergehen. Allgemein eine Partie auf sehr überschaubarem Niveau, da beide Teams nicht wirklich viel nach vorne agierten. Ein bisschen feige waren, könnte man sagen. Allerdings jetzt mehr Chancen für Newcastle. Bernier, da setzt sich mal durch, 55. Minute, schön in die Mitte gezogen. Der Pass auf Rebel Morrison, der springt über die Grätsche und schießt dann, scheitert an Robert Green. Hätte er sich da fallen lassen, wer hätte da die Grätsche angenommen, hätte es wohl Elfmeter gegeben. Vielleicht ein bisschen dumm, aber immerhin sportlich von Rebel Morrison. Es ging dann weiter mit Offensivaktion von Newcastle, der Ball hier schön von Remy Cabella auf Wissam Mendel gespielt, allerdings verzieht der knapp am Tor vorbei. Schöner Versuch eigentlich des Franzosen, aber der kann ihn nicht sein 8. Saisontor machen. Allerdings hatte er noch eine Chance dazu und zwar in dieser Situation. Sieben de Jong mit dem Ball auf Ben Yedder, der legt den Ball nochmal ab und zwar nach hinten auf Sippel und Sippel zurück auf Ben Yedder, der plötzlich ziemlich frei durch. Schöner Spielzug, allerdings ist wieder Robert Green da und verhindert in der 83. Minute hier das 0:1 für die Rangers bzw. Aussicht der Rangers. Und das war leider Gottes die letzte spannende Aktion in dieser Partie. Danach passierte nichts mehr und es blieb beim enttäuschenden 0:0 für die Magpies, das auch nicht wirklich den Queen's Park Rangers weiterhilft, denn die bleiben im Tabellenkeller drin. Die Magpies, immer noch oben mit dabei, aber sowas darf in Zukunft nicht mehr passieren gegen so einen Außenseiter. Da muss man sich mehr konzentrieren, wird man allerdings bestimmt auch tun. Trotzdem eine an sich ausgeglichene Partie, von daher eine Punkteteilung war auf jeden Fall verdient. Nächste Woche geht's weiter, dann hoffentlich besser für die Magpies. Da machen wir gegen Chelsea sowas und dann gegen QPR sowas. Ja, die standen hinten gut, die standen vorne in Ordnung, die waren definitiv nicht unbezwingbar, aber halt auch nicht schlecht. Von daher, muss man damit leben. War jetzt auch nicht so schlimm, aber wäre auf jeden Fall ein bisschen mehr drin gewesen. Er sieht für seine 18 Jahre gar nicht mal so schlecht aus, der gute Mariano Garcia. Ist anscheinend ein Jugendspieler. Komar ist noch nicht fertig. Rika Ibabo. Wahrscheinlich, oder? So, hier ist nichts Interessantes dabei. Dementsprechend lassen wir das. Pressekonferenz, die machen wir jetzt schon mal für die nächste Partie gegen Juventus. Und wir loben Massimiliano Allegri, weil ich seinen Namen mag. Damit ist froh gespielt zu haben. War auch nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Also geht auf jeden Fall schlechter Monatsbericht. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was damit für eine Form hat. Okay, alles klar. Also ich fand ihn besser als das, aber von mir aus. Gucken wir uns gleich nochmal ganz kurz, packe ich schon mal raus wieder. Ist Santon gestiegen? Ja, das müssen wir gleich nachgucken, das ist wunderbar, das will ich sowieso gerade machen. So, Trapp bleibt gleich, Janmaat ist schon um 2 gestiegen, das ist wunderbar. Yanga, Mbiva, aha, Santon ist gestiegen, das ist ja klasse. Das freut mich. Sippel ist auch gestiegen. Anita bleibt. Hardeman Afa ist immer noch gleich eigentlich. Glaube ich. Cabella 82. Er steigt immer noch nicht. Kein bisschen bei seinen Skillstats. Was ist da los? Smith ist gestiegen. Aber das wissen wir ja schon länger. Das ist ja alles schon länger da. Er ist gerade erst gestiegen. Er war nämlich vorher auf 67. 7 de Jong. Strandsee geht runter. Barker ist gestiegen auf 73. Das ist auch sehr schön. Nastasic auf 78. Das ist auch in Ordnung. Wie sieht es bei unseren Leihspielern aus? Niang auf 76, wunderbar, Curtis Good. Geist geht runter. Das muss ja an der Verletzung eigentlich schon fast liegen. Das heißt, der muss auf jeden Fall spielen. Ja, das ist nicht gut, dass der runtergeht. Haidara geht hoch, ist jetzt auf 75. Das ist richtig sauber, das ist richtig geil. Guck mal, die Werte, eigentlich voll nice. Ox bleibt immer noch gleich. Sissoko, Gabriel Obertan,
Patrick Müller, so Aarons geht auch noch hoch, Vučkić ist auch hochgegangen, Abay ist jetzt schon auf 71. Vielleicht ist der wirklich geglitscht, wir werden sehen. Gut, das war's von diesem Video, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch, haut rein und ciao.